Herzlich willkommen bei Experten beraten. Heute wollen wir uns einen Poolroboter ansehen, und zwar von der Firma Zodiac. Der Poolroboter heißt Tornax OT3200 und er kam 2 Tage, nachdem ich ihn bestellt habe, beziehungsweise 3 Tage, 3 Werktage, nachdem ich ihn bestellt hatte, bei mir an. Auf der Verpackung sehen wir schon den Poolroboter und hier stehen auch ein paar der Highlights, und zwar steht hier: effiziente Reinigung des Bodens und der Wände. Leicht für eine mühelose Handhabung. Einfach zugänglich und zu reinigender Filterkorb. Hier stehen noch ein paar Details über das Gerät. Die Verpackung enthält ein komplettes Reinigungsgerät mit Kabel und eine Steuerbox. Es gibt noch optionales Zubehör, dazu kommen wir aber später nochmal. Effiziente Reinigung des Bodens und der Wände. Ein Programm, 2,5 Stunden. Leicht für eine mühelose Handhabung. Gewicht 5,5 Kilo. Normale Reinigungsroboter wiegen in der Regel um die 10 Kilo oder mehr. Dann steht hier noch: einfach zugänglicher und zu reinigender Filterkorb. Zugang von oben ohne direkten Schmutzkontakt. Strandungssystem, diagnostische Sicherheit außerhalb des Wassers, Versorgungsspannung des Roboters sind 30 Volt Gleichstrom, Versorgungsspannung der Steuerbox sind 100 bis 240 Volt bei 50 bis 60 Hertz Wechselstrom, Leistungsaufnahme sind 100 Watt. So, dann packen wir ihn mal aus. Hier haben wir das Schwimmkabel, das an dieser Seite an der Bedieneinheit festgesetzt wird, festgeschraubt. Hier haben wir das Schwimmkabel, das wird hier an dem Bedienelement festgedreht. Und die andere Seite ist fest am Gerät verankert. Hier haben wir noch eine Garantiebedingung und eine Kurzanleitung. Die ausführliche Anleitung gibt es auf der Website des Herstellers als Download, als PDF. Wenn Sie unseren Testbericht in Schriftform hier unten bei uns lesen, finden Sie auch den Link dazu. So. Schauen wir, was da noch bei ist. Hier ist das Gerät. Hier haben wir die Basisstation zum Hinstellen für die Bedieneinheit. Und hier haben wir besagte Bedienungseinheit. Mehr ist dann nicht enthalten. Die schauen wir uns gleich an, die Bedienungseinheit. Jetzt schauen wir uns erstmal den Poolroboter an. Hier ist er noch mit einer Folie geschützt. Das ist er auch schon. Sehr klein ist er im Vergleich. Messen wir ihn mal aus. Er hat eine Länge von 36 cm, eine Höhe von 28 cm und eine Tiefe von 24 cm. Die Räder, beziehungsweise wie Sie sehen, ist das hier so eine Raupenradkonstruktion mit Struktur hier oben. Die Räder haben einen Durchmesser von 9,5 cm, sind also recht klein tatsächlich noch. Hier oben haben wir das Zodiac-Logo
Und das hier dürfte dann der Eingang sein, um den Filter zu entnehmen. Schauen wir mal, wie das geht. Hier kann man es so herausnehmen. Das ist der Filter. Es gibt den Filter in grob, sehr fein und fein. Standardmäßig ist er in fein eingesetzt. Hier haben wir eine sehr feine Löcherung. Das heißt, das ist schon sehr fein, aber es gibt ihn noch feiner, wenn man will. Kann man nachkaufen als Ersatzteil. Ja, hier kann man ihn dann aufmachen und reinigen. Und ebenso leicht hoffentlich wieder einsetzen. Hier im Inneren haben wir die Saugvorrichtung und hier haben wir den Propeller. Hier vorne sehen Sie die Saugöffnung nochmal, die messen wir auch mal eben aus. Sie hat eine Öffnung von 1, ungefähr 10 cm bei einer Höhe von ungefähr 2 cm. Hier haben wir nochmal eine kleine Bürste. Hier ist die große Bürste, die man hier abmachen kann. Das sind so kleine Verschlüsse, um sie auszuwechseln, wenn sie mal abgenutzt ist. Die hat eine Breite von 18 cm und die Bürsten an sich haben eine Tiefe von 2,5 cm. Die Raupenräder sind geeignet für jeden Untergrund, allerdings nur bedingt für Polyester und für glatte Kacheln. Wenn Sie glatte Kacheln oder eine Polyesteroberfläche haben, gibt es extra Raupenräder, die Sie auch als extra dazu kaufen können, weil das Gerät nur bedingt für diese Untergründe geeignet ist. Oberflächen. Ja, das, wie gesagt, wird an dem Bedienteil angeschlossen. So, jetzt setzen wir den Filter wieder ein. Und zwar wird der hier vorne eingehakt. So, jetzt sitzt er wieder. Und dann hier einfach eingesetzt und dazu gemacht. Das ist einfach und Sie haben keinerlei Berührung mit dem Schmutz, der in dem Filter gesammelt wird. Schauen wir uns das Bedienteil mal an. So sieht es aus. Es ist also sehr einfach. Es gibt nur einen Start- und einen Stopp-Knopf und eine Kontrollleuchte, die leuchtet, wenn der Filter voll ist. Hier wird das Kabel angeschlossen und das Ganze kommt in diese Vorrichtung. Es gibt dazu auch noch einen Transportwagen für den Pool-Roboter, allerdings ist der nicht im Lieferumfang enthalten. Zu den Zubehörteilen und alles, was man sonst noch so braucht, um ihn zu, also eigentlich brauchen sie es nicht, aber was man haben kann, um ihn zu betreiben, da kommen wir später nochmal zu. Jetzt probieren wir ihn mal aus. Und zwar befestigen wir dafür dieses Kabel an der Bedieneinheit. Das muss fest sitzen. Dieser Anschluss ist spritzwassergeschützt, also gegen Regen zum Beispiel, aber nicht gegens Eintauchen. Das heißt, das Teil soll möglichst weit vom Pool entfernt stehen. Und wenn Sie den Poolroboter betreiben, sollten Sie auch auf gar keinen Fall im Wasser sein. Es ist ein elektrisches Gerät, das ist tricky, das sollten Sie nicht machen. Und unbeaufsichtigt würde ich es auch nicht agieren lassen. So, dann führen wir das gleich mal aus. Jetzt muss ich hier mal vorsichtig Kabelbinde aufmachen, damit das Kabel nicht beschädigt. Gar nicht so einfach. So. Das messen wir auch gleich mal aus. Es wird nicht empfohlen, mit einem Verlängerungskabel
Notfall zu betreiben. Das heißt, Ihre Steckdose darf genau ,85 Meter entfernt sein ungefähr. So lang ist das Kabel, beziehungsweise 1,80 würde ich eher sagen. Weiter darf die Steckdose nicht entfernt sein. Die Bedieneinheit wollen wir natürlich auch nochmal ausmessen. Und zwar kommen wir hier auf eine Breite von 20 cm, auf eine Länge von 21 cm und eine Höhe von 17 cm ungefähr. Ja, jetzt stecken wir ihn einfach ein und schauen, ob er auch funktioniert. Und danach erzähle ich Ihnen noch ein klein bisschen was über die technischen Details, über die Ersatzteile, die Sie bekommen können und weiter. Jetzt ist das Gerät eingestöpselt. Ich schalte es mal an. Sie sehen, er fängt sofort an zu arbeiten. Hier leuchtet jetzt die Betriebsleuchte. Er ist nicht im Wasser, deswegen passiert da jetzt nicht viel. Jetzt machen wir ihn wieder aus. So, funktioniert wunderbar. Dann schauen wir mal, was es noch über den Poolroboter namens Tornax UT3200 von der Firma Soliak zu sagen gibt. Und zwar, es gibt 2 Jahre Garantie auf das Gerät. Das entspricht den gesetzlichen Bestimmungen. Manuelle Falschbehandlung, Fehlverhalten, Bedienungsfehler werden da nicht mit abgedeckt. Er ist für den Boden und die Wände geeignet, nicht für die Wasserlinie. Er hat er ist für Pools für eine Größe von 10 x 5 Meter zugelassen und das Becken sollte gerade Wände haben. Das heißt, er kommt mit eckigen und auch runden Formen klar und ovalen, allerdings nicht mit Freiform. Er ist geeignet für Folie, Polyesterschale, HPVC, gestrichenen Beton und bedingt für Fliesen. Als optionales Zubehör, da kommen wir gleich zu, er hat ein Strandungssystem, das heißt, wenn er außerhalb des Wassers ist, passiert nichts, er geht dann wieder zurück und Sie können auch sicher sein, dass da keine Überhitzung kommt oder so, das ist alles abgedeckt. Der Filterkorb fasst 3 Liter Schmutz. Der Tornax UT3200 kostet derzeit 750 Euro und gehört damit ins untere mittlere Preissegment der Poolroboter, die vollautomatisch funktionieren wie er. Er ist extrem kompakt gebaut und die Maße hatten wir bereits. So, das Stromkabel, das schwimmende hier, hat eine Länge von 16,5 Metern. Und wie gesagt, das Bedienteil, an dem das Stromkabel angeschlossen ist, sollte in einer Entfernung von mindestens 3 Metern zum Pool stehen, damit da nichts passieren kann. Am besten fixieren Sie es irgendwo auch noch. Sie können das eine Programm, was das Gerät nur bietet, abkürzen, indem Sie einfach den Stoppschalter betätigen, wenn Sie meinen, der Pool ist schon sauber genug und müssen nicht die volle Zeit laufen lassen. Jetzt kommen wir zu den Zubehörteilen, die Sie noch hinzukaufen können, wenn Sie den Soliak ein bisschen aufwerten wollen. Und zwar können Sie den Superfeinfilter kaufen und der kostet im Moment 49,90 €. Der grobe Filter kostet 39,90 € im Moment. Dann können Sie noch einen Schutzhauch und einen Transportwagen dazu kaufen. Der Transportwagen kostet derzeit 121,40 €. An dem wird dann auch die Bedieneinheit eingelastet. Das ist sehr praktisch, aber nicht unbedingt nötig bei dem kleinen Gerät, da er wirklich einfach zu tragen ist, also er ist echt nicht schwer. Die Schutzhaube kostet 53 € im Moment. Dann können Sie auch noch eine
Bürste kaufen. Diese kostet 42,80 und Noppenreifen für mehr Grip. Die Noppenraupenräder kosten im Moment 42,80. Es gibt dann noch ein paar Warnhinweise, und zwar sollten Sie den Polroboter nicht in der prallen Sonne stehen lassen. Er verfügt nicht über ein Liftsystem, das heißt, wenn er aus dem Wasser kommt, ist noch Wasser in dem Gerät. Das heißt, wenn Sie ihn herausnehmen, ist er etwas schwerer und Sie sollten ihn dann einfach ein bisschen hin und her bewegen, damit das Wasser rauskommt und dann hinstellen zum Trocknen. Wenn Sie ihn in das Wasser in den Pool einlassen, bewegen Sie ihn auch ein bisschen hin und her, damit der Sauerstoff, also die Luft aus dem Gerät herauskommt, damit er zum Boden sinken kann. Wenn Sie eine Oberfläche haben mit einer besonderen Haftung, kann es passieren, dass sich das Gerät aufrichtet, weil es nicht über das entsprechende Gewicht, glaube ich, verfügt, um ihn unten zu halten in der Form. Er verfügt nicht wie andere Zodiac-Geräte über diese besondere Ansaugtechnik. Es ist also ein einfacheres Gerät, aber nichtsdestotrotz ein toller vollautomatischer Poolroboter, mit dem Sie die Wände und den Boden wunderbar sauber bekommen. Die Wasserlinie sollten Sie tatsächlich dann noch mit einer Bürste heranreinigen, aber das war es dann auch schon. Den Rest nimmt Ihnen das Gerät wirklich auch ab. Für den Preis kann man tatsächlich nicht weiter irgendwas Negatives über das Gerät sagen. Ein bisschen mehr Zubehör wäre natürlich nett, aber ich finde, das ist zu dem Kurs auch völlig in Ordnung so. Also der Hersteller empfiehlt den Poolroboter für Pools mit einer Größe von 8x4 Meter. Dafür ist er optimiert worden. Also die Förderleistung der Pumpe ist weder in den Bedienungsanleitungen noch im Internet zu recherchieren. Ich habe beim Hersteller angerufen, und zwar beträgt die bei diesem Gerät 10 Kubikmeter pro Stunde. Das ist etwas weniger als bei den Hochleistungs-Poolrobotern, aber es reicht auf jeden Fall, um Ihren Pool schön sauber zu bekommen. Und ich hoffe, ich konnte Ihnen bei der Entscheidung für oder gegen diesen Poolroboter der Firma Zodiac behilflich sein. Ich würde mich freuen, wenn Sie hier unten klicken. Dort gelangen Sie zu dem sehr ausführlichen Testbericht in Schriftform, wo Sie alles nochmal nachlesen können und auch die weiteren technischen Spezifikationen finden. Bis zum nächsten Mal bei Experten beraten.